Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Und zwar melde ich mich mit einem Schwangerschaftsupdate. Ich bin heute genau in der sechsten Woche. Ich erzähle euch also von der vergangenen Woche. Es steht jetzt noch gar nicht so lange fest, dass ich schwanger bin. Und ich hatte ja auch gesagt, ich melde mich nur dann, wenn es irgendwas Neues gibt oder irgendwas Besonderes. Ja, es gibt ein paar Sachen, die jetzt vorher nicht so waren. Und zwar, also es sind nur Kleinigkeiten, aber ich wollte euch halt davon berichten. Also in der letzten Woche ist mir aufgefallen, dass ich morgens zum Beispiel nicht mehr so viel essen kann. Also ich habe meistens entweder zwei Brötchen oder 3 bis 4 Toast gegessen. Das ist mir allerdings im Moment zu viel, also ich esse weniger morgens. Und was mir noch aufgefallen ist, dass ich, wenn ich mir die Zähne putze und mir die Zähne praktisch von innen putze, dann wird mir übel und ich bekomme diesen berühmten Würgereiz. Das hatte ich auch schon in meiner ersten Schwangerschaft bei Lena gehabt. Das ging ziemlich lange so. Irgendwann hat es dann nachgelassen und es ging wieder mit dem Zähneputzen. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie lange es war, aber es war schon eine Ewigkeit, bis das endlich mal wieder nachgelassen hat. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Ich habe eigentlich täglich, nicht immer, aber immer mal wieder zwischendurch ein leichtes Ziehen im Unterleib. Das ist aber wohl normal. Es ist sich halt alles da jetzt am entwickeln. Wie sagt man? Ja, es ist auf jeden Fall normal. Mein Mann spielt gerade mit der Kleinen drüben und ich habe sie gerade gehört. Ja, das war es eigentlich soweit schon. Also diese drei Sachen. Was noch vielleicht, ja, was vielleicht noch manche interessant finden. Also ich habe angefangen mit dem Gewicht von 64,5 Kilo. Habe zwischenzeitlich 65 gewogen. Und bin jetzt aber wieder, also gestern war ich bei 64,4. Ja, das ist aber bei mir, schwankt das im Moment immer so ein bisschen. Ich habe ja nach der Geburt beziehungsweise nach dem Stillen meiner ersten Tochter, sprich vor ziemlich genau einem Jahr, habe ich eine Ernährungsumstellung gemacht, weil ich ja von der Schwangerschaft noch so viele Kilos drauf hatte und die einfach nicht weggehen wollten. Da erzähle ich euch aber in einem anderen Video nochmal was drüber. Und ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das Gewicht ein bisschen kontrollieren in dieser Schwangerschaft, soweit es eben geht. Ich habe meine erste Schwangerschaft wirklich reingehauen ohne Ende. Ich habe ohne Rücksicht auf Verluste habe ich gegessen und ja, und ich habe auch wirklich ein bisschen übertrieben und das wird mir bei diesem Mal nicht wieder passieren. Ja, meine Lieben, soweit, so gut.